Ich bin diese gesamte Diskussion leid. Wenn man sagt, dass man Filme oder Serien im Originalton guckt, dann bekomme ich zu hören, ich sei Snobby. Wenn ich aber sage, dass ich mal einen Film in der deutschen Synchro gesehen habe, dann heißt es, ich hätte ihn gar nicht richtig geguckt. Die einen gucken alles im Originalton, selbst wenn der Originalton japanisch ist. Die anderen drücken in der Sprachauswahl vielleicht beschämt auf Deutsch. Oder seid ihr genau wie ich und wägt bei jedem Film und jeder Serie aufs Neue ab? Heute werfe ich einfach mal jede Diplomatie über Bord und sage euch klipp und klar, was ich besser finde. Untertitel, Synchro oder Originalton. Oder gibt es noch eine vierte Möglichkeit? Dabei mache ich einen Ausflug in die Geschichte der Filmsynchronisation und erkläre, warum wieder einmal die Nationalsozialisten eine große Rolle spielen. Damit ein herzliches Willkommen hier auf Cinema Strikes Back. She can talk. She said no and yes. Your three-year-old sister says more. She tried to get naked. Die Nutzungsdaten von Amazon Prime Video beweisen es. Etwa 9 von 10 deutschen Kunden und Kundinnen gucken Filme auch wirklich nur in der deutschen Synchro. Mich würde sofort interessieren, wie ihr das handhabt. Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Guckt ihr Filme gerne in der deutschen Synchro? Mit Untertiteln? Im Originalton? Oder grundsätzlich auf Italienisch? Hai molti parenti lì? Smettila! Sul serio, dai, pensaci bene, spiegherebbe i capelli rasati. Es stimmt ja, die deutsche Synchronarbeit ist weitestgehend hervorragend. Im weltweiten Vergleich sind wir stark aufgestellt. Das Ganze hat tatsächlich geschichtliche Gründe und damit reisen wir ins Jahr 1929. Das war die Zeit, in der der Tonfilm aufkam. Mit ihm stellte sich eine ganz neue Frage, die man sich bei Stummfilmen bisher einfach nicht stellen musste. Wie übersetzen wir Filme in andere Sprachen? Zuerst war die Antwort, gar nicht. Die Originalversionen wurden gezeigt, aber man kann es sich denken, das wurde massiv abgelehnt. Auch Untertitel wurden ausprobiert, aber man hatte das Problem, dass viele Menschen entweder gar nicht oder nur langsam lesen konnten. Die Idee, Filme zu synchronisieren, kam schnell. Aber, und das wird einige überraschen, auch die Synchros waren nicht die Lösung. Das Publikum war regelrecht schockiert. Man ertrug es nicht, dass aus zwei Menschen einer gemacht wurde. Wie kann es sein, dass man einen Schauspieler sieht, aber die Stimme einer anderen Person erklingt? So sprachen manche von künstlichen Stimmprothesen oder vom Homunculus, also einem zusammengesetzten Menschen. Und so lustig ich das auch finde, synchronisierte Filme finden in den USA zum Beispiel immer noch viele Menschen weird. So war die Lösung zunächst eine andere, nämlich eine, die uns heute so ein bisschen lustig erscheint. Es wurden Sprachversionen hergestellt. Das heißt, man drehte einen Film entweder mit unterschiedlichen Darstellern, die spielten dann dieselbe Szene, aber in verschiedenen Sprachen, oder man ließ die großen Stars einfach dieselbe Szene immer wieder spielen, aber in unterschiedlichen Sprachen. Ganz berühmt sind zum Beispiel die Filme der Komiker Laurel und Hardy. Hierzulande kennt man sie als Dick und Doof. Die mussten tatsächlich laut für laut die Szenen auswendig lernen, obwohl sie die jeweilige Sprache nicht einmal sprachen. Hör mal, hier sind deine Eltern, ach Laurel? Ja, warum? Hast du sonst noch Verwandte? Wo bist du geboren? Ich weiß nicht. Diese Sprachversionen waren tatsächlich erfolgreich, aber auch sie waren nicht die Ideallösung. Man kann es sich denken, viele fanden es seltsam, wie zwei US-amerikanische Komiker versuchen, zum Beispiel Deutsch zu sprechen. Und so gab es dann auch noch weitere Probleme. Also nicht nur das, diese Sprachversion zu produzieren, das war teuer, weil es einfach zu viel Filmmaterial und zu viel Zeit kostete. Außerdem fand man keine Stoffe, die alle Menschen in Europa gleichermaßen interessierten. Und so spielten die Sprachversionen schon in den 40ern keine große Rolle mehr. Aber ich muss jedes Mal dran denken, wenn auch heutzutage in einem Film schlechtes Deutsch gesprochen wird. Carl, schieß dem Fenster. Auf Englisch passiert das aber auch. No, I'm the big sister. Then I'm going for my trip tomorrow. Am Ende setzten sich die Synchronisationen doch durch. Schon Mitte der 30er hatte sich das Publikum an den Homunculus gewöhnt. Elle la renverra à Penhurst ou bien là d'où elle vient. Après, on sera tranquille. Et demain soir, on pourra à nouveau sortir. Großes Interesse an den Synchros hatten aber vor allem die Faschisten. Die faschistischen Regierungen in Deutschland, Italien und Spanien waren von Synchronisationen angetan. So konnte man nämlich dem Volk ausländische Filme geben und doch dafür sorgen,
dass im Kinosaal die eigene Sprache gesprochen wurde. So wurden gerade Deutschland und Italien zu wahren Synchronationen. Es gab aber noch einen weiteren Vorteil an den Synchros. Mit ihnen konnte man problemlos und ganz einfach Filme zensieren und ihnen eine neue Bedeutung geben. Das machten bei uns schon die Nazis, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg ging es damit weiter. Filme, die Nazis erwähnten, wurden in Deutschland kurzerhand zensiert. So zum Beispiel in Alfred Hitchcocks Notorious. Hierzulande hieß der Film berüchtigt und die Nazis darin wurden einfach zu Drogenschmugglern gemacht. Auch in Casablanca fehlen die Nazis, dem großen Klassiker. Sie wurden einfach rausgeschnitten. So ergab der Film gar keinen richtigen Sinn, weil er seiner antifaschistischen Botschaft beraubt wurde. Beide Filme wurden deswegen Jahrzehnte später neu synchronisiert und im Fernsehen nochmal gezeigt. Aber meine ganz andere Frage, warum sollten Synchros nicht die Ideallösung sein? Die Antwort darauf: Es gibt bei jeder Übersetzung ein prinzipielles Problem, die sogenannte doppelte Bindung. Die Synchro zum Beispiel muss gleich zwei Sachen schaffen. Der Text, also das, was die Figuren sprechen, das muss in der neuen Sprache Sinn ergeben. Gleichzeitig muss er aber auch all das übertragen können, was der Originaltext ausdrückt. Und das ist manchmal nicht möglich. Sprache besteht aus vielen Ebenen und Facetten. Man braucht eine Menge sprachliches Feingefühl. Und so manches können auch die talentiertesten Übersetzer einfach nicht übertragen. Damit kommen wir schon zu dem nächsten Problem. Jede Übersetzung ist erstmal subjektiv. Da ist ja eine Person hinter der Synchro, die diesen Text gerade auch übersetzt. Und diese Person lässt oft ihren eigenen Background und ihre eigenen Interessen in die Übersetzung einfließen. Und das kann manchmal ganz schön nach hinten losgehen. Wie bei Futurama zum Beispiel. Die Serie wurde über weite Strecken von Eva Kombrink übersetzt. Kombrink kannte sich offensichtlich nur wenig mit Technik oder Science-Fiction aus. Das ist nicht nur ein offenes Geheimnis, das merkt man, wenn man Futurama guckt, auf Deutsch und Englisch. So wurde nämlich in der Serie aus Control-Alt-Delete nicht Steuerung-Alt-Entfernen, sondern die Alternativkontrolllöschung, was auch immer das sein soll. Aus dem Debugger, also einem Programm zum Entfernen von Computerbugs, wurde der Entwanzer. Auch da weiß man nicht, was das sein soll. Und genauso auch bei den Simpsons. Er mochte keine englischen Begriffe und aus Muffins wurden dann Törtchen. In einer Folge unterstützt Homer die Isotopes, die Baseballmannschaft von Springfield, und im Trikot des Teams rennt er in Moos Taverne und schreit: "Die Isotopes rule!" Also, die Isotopes sind die Besten oder was auch immer. Kombrink machte daraus Isotopenspielregel. Wow, Isotopenspielregel! Solche Übersetzungsfehler begegnen einem immer wieder. In Blade Runner zum Beispiel ist die Rede von der Hard Copy, das bedeutet Papierausdruck. Übersetzt wurde das aber mit einer festen Kopie. Auch da weiß ich nicht, was das sein soll. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass Synchronstudios oft unter Zeitdruck arbeiten müssen. Und deswegen greifen viele Menschen wie ich direkt zur Originalversion. Aber auch die Verfechter der Synchros haben in vielen Punkten nicht ganz Unrecht. Viele sprechen davon, dass die Synchro oft besser klingt als das Original. Sie sei der letzte Schliff. Viele Hollywood-Stars würden eh nur für ihr Äußeres genommen werden und beim Schauspiel würden sie auch gar nicht so sehr auf ihre Stimme und was sie da sagen achten. Und Tom Hardy im Originalton, der nuschle so viel, den würde man eh nicht verstehen. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Interview mit Gillian Anderson. Sie sagte mal, dass sie die deutsche Version von Akte X liebe, weil ihre Stimme darin so rauchig und so sexy sei. Sehen Sie sich diese Wesen an. Ist eines davon der Außerirdische, den Sie gesehen haben? Insbesondere in den 70ern wollten die Synchronstudios die Filme verbessern. Sie wollten die Filme um Witze und Karlauer bereichern. Inuit sprachen plötzlich Schwäbisch und man weiß es, Bud Spencer-Filme haben mit dem, was eigentlich gesagt wird, eigentlich nichts mehr gemeinsam. Und schon soll ich sterben. Mir wird ganz schwarz vor Augen. Auch Hotshots hat im Deutschen mehr Witze als das Original, weil immer noch ein Witz aus dem Off reingerufen wird. Aber nach den 70ern wurde das auch wieder schnell sein gelassen. Vor allem auch, weil sich die DVD durchsetzte, Anfang der 2000er, und man nun ganz bequem zwischen den Sprachen wechseln konnte. Und so wurden auch die Synchros wieder originalgetreuer. Demek istediğim o bir kaçak. Muhtemelen bir akıl hastası. Michael Myers gibi. Aynen öyle. Aber was ist denn jetzt besser? Ich habe euch eine Antwort versprochen und die soll es geben. Alles ist in Ordnung. Man ist nicht snobby, wenn man so viel wie möglich im Originalton gucken möchte oder bereit ist, Untertitel zu lesen. Es ist aber auch in Ordnung, Game of Thrones auf Englisch zu gucken, selbst wenn man mal den einen oder anderen Satz nicht versteht.
Mir kann aber zum Beispiel niemand erzählen, dass man bei The Wire ohne Untertitel alles versteht. Trotzdem schaue ich persönlich Serien und Filme meistens im Originalton, oft auch mit Untertiteln, selbst wenn die Sprache japanisch ist, aber eben auch nicht immer. Denn manchmal sind Synchros wirklich der letzte Schliff. Und manchmal habe ich mich an bestimmte Filme und Serien einfach auf Deutsch gewöhnt. Von daher ist es jedem und jeder sich selbst überlassen, was man wie gucken möchte. Und das ist ja das Schöne, heutzutage hat man oft die Qual der Wahl. Nur eines weiß ich ganz, ganz sicher. Es ist nicht okay, sich über andere Menschen zu stellen. Oder beim Filmabend irgendwelche Sprüche zu klopfen, weil man einen Film unbedingt im Originalton gucken will, die andere Person aber nicht. Auf der WG-Party in der Küche den Intellektuellen raushängen zu lassen, weil man alles auf OV guckt, ist auch nicht okay. Oder sich lustig zu machen, dass man besser Englisch kann als andere. Das ist arschig. Und ich habe nur einen Tipp für euch, seid keine Ärsche. Ja, wir waren auf der Suche nach Will und nicht nach einem neuen Problem. Komm, wir sagen es deiner Mom. Steht ihr eigentlich auf Harry Potter? Falls ja, trifft sich das wunderbar, denn unsere Funkkollegin AlwaysX Caro hat ein wunderbares neues Video gemacht, ein Harry Potter Quiz mit Cold Mirror höchstpersönlich. Und falls ihr auf Filme und Serien und Comics steht, dann checkt auch unsere anderen Videos aus, zum Beispiel und eines unserer letzten Specials, was ist eigentlich Steampunk? Auch ein super spannendes, interessantes, witziges Video. Und falls ihr allgemein auf Science Fiction und coole Filme steht, dann wartet doch 3 Wochen ab, ich glaube in 3 Wochen etwa, kommt ein brandneues Video von uns zum Thema Science Fiction, ein größeres, ein besonderes. Abonniert Cinema Strikes Back, dann verpasst ihr das auch nicht. Und ansonsten bis zum nächsten Mal mit mir, dem Alper.